Gut, da wollte ich sowieso hingehen. Jetzt bringt er mir die Waffe. Du bist so cool. Du willst dich verarschen, oder? Da kotzt da all meine Waffen wieder aus. Ich fass das nicht. Hä? Was war das vorhin? Holy shit! Was bist du denn? Heilige Mutter! Oh, ich habe mir gerade in die Hosen gemacht. Oh, hätte ich das gewusst, ne? Vielleicht reicht das. Vielleicht reicht das. Oh mein Gott, es reicht einfach, es reicht. Was zum... Was zum... Nein, ich habe eine Mauer reingesetzt. Gottverdammte Axt. Jag mir doch keinen Schrecken ein. Befehle der Supermutanten. Töten, plündern, zurück. Super. Sorry. Das ist so naiv. Das ist schon cooles. Oh. Saugeil. Okay, das ist jetzt mal echt krass. Vorsicht, Team Blau. Hey, komm, packen wir ihn zum Schluss doch mal drei von diesen ewigen Wärtern hin. Blablabla. Guck mal, wie cool wir sind. Wir sind 343 Industries. Wir haben drei Wärter hingepackt. Haha, das schaffen die nie alleine. Aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. Wie dumm hältst du mich? Der Zero kriegt gerade nicht mit, dass wir ihn beobachten. Was? Ich bin unschuldig, ich hab gar nichts getan. Ich pflanze Blümchen, guck. Ja. Ein junges Zero in freier Wildbahn. Der Zero, das hat er nämlich eben gerade schon gemacht in der Vorbereitung. Der versteckt hier überall Schilder. Ich bin einfach mal gespannt, ob ich sie jetzt hier in der Folge 100 schon finde. Ah, jetzt weiß ich, was es ist. Jetzt weiß ich, was es ist, was nicht irgendwie ein Schild nur ist. Ist das geil. Und man sieht es einfach nicht. Hier ist Zero 15. Pläne zur Weltzerstörung. Schritt 1, Schilder platzieren. Schritt 2, Schritt 3, Profit. Da hat er hier eine Karte hingehangen. Zeros geheime Basis. Ist das geil. Ist das geil. Bringen wir es hinter uns. Was machst du denn hier? Da hätte doch bestimmt eine Nachricht für mich. Verdammt. Wir sollten nichts rumliegen lassen, über das man stolpern könnte. Achso, er meint damit die Leiche.